Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein weiteres Adventskalender-Unboxing und zwar geht es um den Glossybox-Adventskalender. Ah! Ja, man rastet dabei etwas aus, ne? Wir haben heute tatsächlich oben renoviert und ich habe mich schnell geschminkt und sitze jetzt hier vor der Kamera, weil der Postbote hat dieses Paket gebracht. Es ist aber schon Abend, jetzt kann man eh nicht mehr renovieren. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zu erfahren, was sich in diesem Adventskalender verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich denke, es wird auch noch eine kleine Verlosung geben und ja, kurze Information zum Adventskalender, den bekommst du, wenn du das Glossybox-Abo hast für 89 Euro. Ja, das ist doch schon mal ganz gut. Man kann auch seine Glossy-Points einlösen, wenn man welche hat. Das heißt, wenn du Produkte bewertet hast oder wenn du entsprechend Freunde eingeladen hast, bekommst du darauf eine Vergünstigung und es gab ihn, es gibt ihn und du kannst ihn immer noch kaufen. Und ich stelle dir mal unten in die Infobox den Link rein und ich will jetzt endlich wissen, was drin ist. Ah! Aber erstmal gucken wir uns den mal von vorne an. So. It's the season to be glossy. Das finde ich schon mal sehr charmant. Also der Adventskalender ist genauso groß wie auch im letzten Jahr. Wir haben hier eine schöne Schleife und es gibt dieses Mal auch nicht dieses Dreier-Bundle oder sowas, wie das letztes Jahr war. Da gab es ja unfassbare Probleme mit. Und er kam auch unfassbar schnell an. Also ich habe ihn bestellt und er war irgendwie 2-3 Tage später schon da. Und ja, wir öffnen das Schleifchen. Und ja, man kann ihn aufklappen. Hello Gorgeous steht in der einen Seite. Und hier Leave a little sparkle wherever you go. Mhm. Das kriegen wir hin, ne? Überall ein bisschen Sternstaub hinterlassen. So, ja, ich stelle den mal hinter mich, weil da geht es da ein bisschen besser, als wenn ich den die ganze Zeit auf dem Schoß habe, ne? Dort steht er. Ich bin so gespannt. Der soll ja einen voll krassen Warenwert haben. Irgendwie, keine Ahnung, 450 Euro oder sowas. Wir schauen rein. Die einzelnen Boxen sind tatsächlich lose drin, sodass du sie rausnehmen kannst und am Ende ein wiederverwendbares Regal hast. Das finde ich cool. Hier haben wir die Nummer 1. Sie ist sehr leicht. Und du hast halt auch immer hier mit drin so ein bisschen Krüppelpapier. Das hast du auch normalerweise in den Boxen drin. Und scheiß die Wand an. Von Benefit Roller Liner, den Eyeliner. Mega geil, den wollte ich schon so lange haben. Der soll super geil sein und jetzt habe ich ihn. Wow, mega gut. Also das ist schon mal, fängt schon mal fantastisch an. Ich liebe diese Filz-Eyeliner. Ich habe heute auch wieder einen Filz-Eyeliner verwendet. Ich verwende immer Filz-Eyeliner, weil ich damit einfach besser klarkomme. True Matte, auch super. Ich bin hin und weg, das ist ein Full-Size-Produkt, das ist ja mega geil. Das Türchen Nummer 2 oder auch die Box Nummer 2 ist ebenfalls sehr leicht und beinhaltet, oh, der ist so schön, ein Lippenstift von Birds and Bees. Den hatte ich tatsächlich auch schon mal bekommen und den habe ich auch in meiner Sammlung, aber in einer anderen Farbe. Das hier ist jetzt die Farbe 523 Sunset Cruise. Mega geil, das ist so ein toller Lippenstift. Er fühlt sich so weich an und er pflegt deine Lippen. Den kann man so rausdrehen und das ist ein wirklich tragbarer Nude-Ton, beziehungsweise so leicht ins Rosenholzfarben, ne? Der riecht toll. Der fühlt sich toll an. Der ist halt auch so ein bisschen schier, ganz klasse. Boah, schönes Produkt, wow. Wow, die Nummer 3 ist ja riesig. Guck dir die mal an, die ist echt groß. Ist sehr, sehr leicht, aber sehr groß. Manchmal ist die Größe dann doch etwas entscheidend, oder? Ja, da kommt irgendwie auch aus den ganzen Kalendern richtig krass geiler Duft raus, muss ich sagen. Oh, geil. Von Real Techniques haben wir zwei Miracle Mini Eraser Sponges. Das sind zwei Make-up-Blender. Die kannst du super nehmen, um unter den Augen entsprechend deine Foundation, deinen Concealer aufzutragen und um das Ganze zu setten. Die sind total klasse. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und Real Techniques ist auch eine großartige Marke. Also, ne, habe ich gerne meine Schwämme von, habe ich gerne auch Pinsel von. Das ist echt eine super Qualität. Also, wow. Also, ne, bekannte Marken, Leute, geile Marken, geile Produkte, läuft. Ich hätte gerne übrigens von diesem Kalender noch ganz viele weitere Ausführungen, die ich dann immer wieder übers Jahr verteilt auspacken kann, weil das einfach so viel Spaß macht. Ich finde den Glossybox Adventskalender so ganz besonders, ne? Das versprüht noch so eine gewisse Sparkle, lovely, I don't know, großartige Stimmung. Die Nummer 4 ist klein, aber fein. Oh, von Annabelle Minerals, den Diamond Glow, mineralischen Highlighter. Leute, den hatte ich auch schon in der Box drin und der ist bombastisch.
bombastisch. Das ist ein loser Highlighter, der basht dich an die Wand. Der war in der Luxury Box drin tatsächlich. Und das heißt, ich habe ihn schon mal da und der wird dann weiter wandern. Kannst dich schon mal über das erste Produkt freuen. Der ist großartig. Der ist so geil. Ich weiß gar nicht, wie geil ich dir den jetzt anpreisen darf, aber er ist ultra. Also den machst du dir drauf und du hast direkt den Schein des Jahrtausends. Also heute habe ich zum Beispiel, als ich mich eben schnell geschminkt habe, da war es ja auch noch nicht so mit den Lichtern so hell, mehrere Highlighter ausprobiert und irgendwie wollte nicht so richtig bashen und hätte ich den genommen, hätte ich direkt meine Freude dran gehabt, aber irgendwie hatte ich den nicht in der Hand, der war irgendwo in den Boxen da hinten drin. Ultra geiles Produkt, wirklich toll. Man hat sich ja immer wieder übers Jahr auch darüber beschwert, wie furchtbar doch Glossy Box ist und dass die Boxen so schrecklich sind. Aber der Adventskalender, finde ich, reißt immer alles nochmal raus. Da hauen die nochmal richtig auf die Kacke. So, jetzt habe ich hier die Nummer 5, den Tag vor Nikolaus. Wie soll ich mich denn auf Nikolaus vorbereiten? Was denkt sich die Glossy Box denn dabei? Daily Concepts. Multifunctional Soap Sponge mit Aktivkohle, mit Charcoal. Ach, du ahnst es nicht. Das ist eine... Das riecht nämlich so, ne? Das riecht voll krass. Boah, riecht das krass. Das ist ja eingeschweißt und alles. Aber durch die Verpackung durch hast du diesen mega heftig coolen Duft hier überall. Und wenn ich das richtig fühle, hast du auf der einen Seite die Seife und hinten halt den Schwamm mit dran. Das ist ja interessant. Den kannst du... Wofür kann man den nehmen? Detox Balance Exfoliate for all skin types. Ja, das ist für die Gesichtsreinigung, ne? Das ist ja cool. Clean is a state of mind. Nikolaus. Und Nikolaus ist in einer, in einem schönen Design, genauso wie auch der Adventskalender von außen ist. Na, schauen wir mal, was Santa Claudi zum Nikolaus bekommt. Von Winky Lux Unibrow Universal Brow Pencil. Ein Universalbraun, der sieht total edel aus, Leute. Was ist das? Hä? Der soll universal sein? Also da müssen wir nochmal drüber reden, Glossy Box, ob der universell ist, ne? Der ist sehr aschig, ja. Kann ich mir vorstellen, dass es bei mir wohl funktionieren könnte. Okay. Ja, wird getestet, definitiv. Aber der sieht echt hochwertig aus. Puh, was der wohl kostet. Winky Lux, noch nie davon gehört. Oh, die 7 ist auch wieder schön groß. Das ist sehr, sehr groß, aber leicht. Und leicht. Es hat ja nichts damit zu tun, wie schwer ein Paket ist, ne? Gold Eye Brightening and Firming von... Vitamasus. Hä? Vitamasus? Keine Ahnung. Kenne ich nicht. Ist eine englische Marke. Okay, das sollen Eyepatches sein. Finde ich gut. Ich mag Eyepatches. Instantly Hydrating and Cooling Eyepads made with a real gold extract. Oh, mit echtem Goldextrakt. Und die sollen hydratisieren und kühlen. To brighten, um die halt scheinen zu lassen, ja. And Hyaluronic Acid to plump and firm the eye area. Okay, und Hyaluronsäure, damit die Augenpartie entsprechend geglättet und aufgepolstert wird. Okay, ja, drauf machen und Spaß haben, würde ich mal so sagen, ne? Cool. Edel, edel, dieses Goldene. Ich mag das dann ja auch echt gerne. Gold steht für edel. Edel darf da gerne drin sein, weil der auch nicht günstig war. So, neben der 7 haben wir direkt die 8. Das ist so ein quadratisches Ding. Ja, ein bisschen Pflege. Skin and Co. Roma Truffle Therapy. Oh, mit Trüffel? Polishing Micro Exfoliating Truffle Face Gommage. Also das ist ein Gesichtspeeling mit Trüffel. Ui. Ui, 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 ui. Das finde ich ja sehr nice. Sehr, sehr nice. Okay, also auch mit Mandelöl ist es auch. Das ist schön. Damit es auch entsprechend so durchfeuchtet wird und so. Mega gut. Freue ich mich drüber. Solche Kalender finde ich übrigens deutlich praktischer als die Kläppchenkalender, weil da kannst du, du machst dir die Finger nicht kaputt. Hier habe ich die Nummer 9. Oh, Nummer 9 riecht ja auch gut. Aber Nummer 9 hätte gar nicht riechen können, denn wir haben ein Lash Extending Primer von Manna. Based in Masara.
Based Mascara. Nein, das ist von Manakada. Von Manakada ist mein Lieblingspuder, welches ich auch gerade auf dem Gesicht trage. Und das ist ein Lash Primer. Okay, und das soll dann wahrscheinlich machen, dass deine Wimpern irgendwie besser sind. Das kommt aus Belgien übrigens, Manakada. Also muss ich demnächst mal nach Belgien, um mein Puder wiederzukriegen. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Also quasi unter der Mascara gibst du die Base auf. Und dann die Mascara drüber. Wahrscheinlich sollen dann entweder deine Wimpern dadurch noch mehr verlängert werden oder voluminöser werden. Finde ich auf jeden Fall von der Idee her sehr, sehr geil. Boah, ich habe heute die ganze Küche enttapeziert. Genau, also ich habe 3 Schichten Tapeten runtergenommen. War ein Traum. Ja, schön. Ja, sieht aus wie das von Evo Lash, was ich auch schon mal hatte. Finde ich, ist einfach weiß, ne? Ja, riecht gut. Gefällt mir. Wird verwendet. Übrigens kann ich bei solchem Lash Primer empfehlen, das einfach mal über Nacht drauf zu machen und dann halt morgens die Mascara drauf zu machen, weil dann kann entsprechend das seine Wirkung über Nacht entfalten quasi. Also bei mir wirkt das dann halt so. Dann habe ich viel voluminösere und geschwungenere Wimpern. Kann ich euch so ans Herz legen. Ja, ans Herz. Ja, mache ich. Man merkt kaum, dass ich aufgeregt bin, ne? Oh, Nummer 10 ist klein, aber ganz schön schwer. Oh. Bestimmt ein Nagellack. Es fühlt sich an wie ein Nagellack. Bitte eine gute Farbe, die ich noch nicht habe. Das wäre total super. Oh, guck mal, von Essie. Und das ist die Farbe Venture to the Venue. Hä? Okay, also eine Reise zu Venue. Wer auch immer Venue ist. Oder Venue. Ja, ne? Würde tatsächlich auch zu dem passen, was ich drauf habe. Ich habe auch von Essie den Ballet Slippers und dann noch einen anderen von Nails Inc. drauf, um das halt shine zu machen. Mega cool, kann ich mir auch gut in Kombi vorstellen. Und das ist halt so mit Schimmerpartikeln. Das ist dann halt nicht so perlmuttglänzend, sondern halt so richtig sparkling. Und das passt zu Weihnachten. Das ist eine ganz, ganz tolle Farbe. Die gefällt mir. Es ist total super, was in diesem Kalender ist. Und das macht mir so viel Spaß. Wir sind bei 10. Okay, ich habe noch 14 vor mir. Bitte mach, dass diese Zeit nie zu Ende geht. Wobei ich mir auch immer dieses Video immer wieder angucken kann, ne? Hier haben wir die Nummer 11. Die ist groß und leicht. Vielleicht eine Maske oder sowas? Ne. Von Luxie ein Pinsel. Ja, super. Von Luxie hatte ich schon einige Pinsel immer mal wieder drin. Und das hier scheint, oh ja, so ein richtig schöner Lidschattenpinsel zu sein, der so abgeschrägt ist und auch so blendemäßig, ne? Damit kannst du auch super verblenden. Ich persönlich verwende solche Pinsel tatsächlich, auch wenn es schnell gehen muss, für meinen kompletten Augenlook. Ist so, ohne Witz. Also da nehme ich wirklich diesen Pinsel, setze ihn mir an, ziehe mir die Lidfalte, dann mache ich mir den irgendwie auf dem, wo auch immer, in meinem Körper, in meinem Bein oder so sauber, also sprich auf der Jeans oder so. Dann nehme ich die nächste Farbe, tupfe die hier vorsichtig in die Lidfalte, lege dafür den Pinsel einfach schräg, das geht auch ganz gut, dann wieder sauber machen und dann hier Schimmerton drauf, fertig. Easy peasy! Dann kannst du hiermit auch noch hier Augenbrauen-Highlighter machen und nur mit der Spitze komme ich auch super hier in mein Inner Corner Highlight rein und hier unten drunter kommst du auch super hin. Also das ist einer der besten Pinsel, also überhaupt von der Form her, ne? Und der ist im Adventskalender und dann noch von Luxie und der ist sackteuer und mega geil, danke. Ich mag diesen Pinsel jetzt schon. Die Frau redet und redet, aber es ist für mich heute wie so eine kleine Belohnung jetzt, ne? Nach der ganzen Anstrengung, die ich heute hatte, dann einfach mal mit diesem wundervollen, großartig gefüllten Adventskalender einfach mal so eine kleine Claudi-Belohnung, finde ich voll super. Und hier habe ich schon die Halbzeit in der Hand, die Nummer 12. Ja. Von Pure Lay habe ich hier so diese typischen Haargummi-Armbänder-Gedönsgeschichten zusammen mit einem 15%-Gutschein. Ja, Live Your Hawaiian Dream. Ja, ne? Also das, sowas ist nichts für mich, das trage ich nicht. Das kommt auf jeden Fall mal mit in eine Verlosung, vielleicht auch in diesem Video. Und ja, ist nichts für mich. Ist aber nett. Viele tragen das, viele mögen das. Ich persönlich mag das nicht wirklich, weil ich habe einfach zu lange Haare dafür, ne? Ich bin da nicht so, das funktioniert bei mir nun mal nicht. Das war das erste Produkt, wo ich sage, alle anderen fand ich bislang richtig geil. Ich mag es allein, diesen Kalender zu streicheln. Ist es creepy? Ja, 13. Glückszahl oder Unglückszahl? Sieht nach einer Glückszahl aus. Von Avon Planet Spa Radiant Glow with Gold and Oat Face Mask. Bitte ja. Richtig schön. Und das sind 50 Milliliter drin. Das ist echt eine große Tube. Das ist eine Gesichtsmaske. Mega geil. Es ist echt mit Gold. Das ist ja der Hammer.
Riecht richtig angenehm, orientalisch, gefällt mir unfassbar gut. Mega. Oh, was soll die machen? Gesichtsmaske. Eine dünne Schicht auf die Haut auftragen, dabei Augenpartie und Haaransatz aussparen. Maske vollständig trocknen lassen und abziehen. Ui, eine Peel-Off-Maske ist das. Au. Da ziehe ich mir alles mit raus. Geil. Da ist schon die Nummer 14. Oh, da scheint auch was Großes drin zu sein. Oh, von Bella Pierre, ein HD Finishing Powder. High Definition Translucent Powder. Wow, und das ist auch scheinbar eine richtig, ein Full-Size-Produkt, ne? Mega geil. Zurzeit sind diese ganzen losen Puder echt voll meins. Da hast du so eine süße Puderquaste mit dabei, wo du halt exakt einen Zeigefinger reinmachen kannst. Dann hast du hier das Puder drin und wow, echt mega, mega. Ey, das ist voll der Wert, ey. Also die 89 Euro, die habe ich schon längst raus, das weiß ich schon. Es ist der Wahnsinn. Wie viel sind da drin? 6,5 Gramm, ja. Also, ne? Da kommst du auch Ewigkeiten mit hin. Mit so einem Puder, doch. Also, die haben echt an alles gedacht, ne? Irgendwie so richtig ein Full-Face Glossy Box Adventskalender. Ich glaube, da ist mal Zeit für. Vielleicht ist da noch eine BB-Cream oder eine Foundation drin. Man weiß es nicht. Das wäre ein Traum. Oh, die 15 ist aber ganz schön schwer. Die ist ganz schön schwer. Da scheint irgendwas Großes drin zu sein. Ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ist es Rituals? Man weiß es nicht. Wir gucken mal. Ja. Das Ritual of Ayurveda. Harmonizing Foaming Schaum. Schauergel, genau. Ich bin total aufgeregt, Leute. Ja, das Ritual of Ayurveda ist nicht hundertprozentig mein Lieblingsduft. Da ist Ritual of Sakura meins. Aber das ist für den Winter auch sehr, sehr geil, weil es sehr orientalisch und sehr warm so riecht. Ja, und das ist total klasse. Du machst dir das auf die Hand, es ist ein Gel und dann schäumt es auf und dann kannst du es drauf machen. Ich persönlich habe ja für mich entschieden, dass ich demnächst auf Aluminiumverpackungen und diese Dosen, sage ich mal, verzichte. Aber wenn ich das halt in solchen Kalendern habe oder so, ne? Dann habe ich es halt. Und dann kann ich es verwenden. Ist voll super. Ja, gefällt mir. Freue ich mich drüber. Großartig. Auch die Nummer 16 fühlt sich ganz schön groß und schwer an, obwohl die Verpackung jetzt nicht so riesig ist. Aber wir schauen mal rein, was sich darin verbirgt. Ich finde es übrigens auch super, dass sie das alles so einzeln abgesichert haben. Da geht einfach nichts kaputt, ne? Mina The Cream Eyeshadow oder auch Dreina. Mega. Ich bin kein Ultra-Fan von diesen Cream Eyeshadows, aber wenn sie gut sind, dann freue ich mich drüber. Und das ist so eine schöne Kupferfarbe. Die kannst du 1A Weihnachten tragen. Schön. Oh, die gucken wir uns mal an. Oh, die ist ganz weich. Ganz, ganz weich. Deswegen ist es hier auch schon so ein bisschen geflossen. Ja. Oh nein. So. Mega. Guckt euch den Glow an. Voll schön. Wenn man den so samtig weich, also ich denke nicht, dass der in die Fältchen rutschen wird, weil der sich halt so anfühlt wie Wasser fast schon. Ne? Also es ist jetzt nur ganz leicht reingedippt und ich habe hier diesen Ultra Swatch und es ist voll schön. Die Farbe gefällt mir richtig gut. Das ist klasse. Das kann ich mir ernsthaft vorstellen, dass ich das auch mal tragen werde. Cool. Aufregend, aufregend. Ganz schön fein der Inhalt bislang. Hui. Ich habe übrigens gerade gedacht, was riecht denn hier so angebrannt, plastikmäßig? Ich habe hier hinter dem Adventskalender eine Kerze, die an war und mein Blumenstrauß ist gerade etwas abgefackelt. Ja, reden wir nicht weiter drüber. Ich fackel hier ständig irgendwas ab. So, 17. Ist etwas leichter. Die Firma kenne ich auch nicht. Das ist ein Lippen- und Wangenstift von der Firma Nude Sticks. Okay, das ist auch wieder so ähnlich. Das ist die Farbe Mystic, wie auch bei dem Birds and Bees Lippenstift, ne? Sehr, sehr ähnlich. Das heißt, der hier wird weiter wandern. Ich bin eh kein Fan von Creme Blush, also weiß Bescheid. Ist aber bestimmt total super. Und ist auch bestimmt nicht günstig, aber, ne? Genau. Ich muss hier eben mal ein Fenster aufmachen. Das riecht hier echt nach verschmortem Plastik. Erzähl's nicht meinem Freund, was ich hier in diesem Zimmer manchmal für einen Blödsinn treibe, ne? Die Nummer 18 ist ganz schön schwer. Die ist echt schwer. Moroccan Oil. Moroccan Oil Behandlung. Für alle Hauttypen. Für alle Haartypen. Alkoholfrei. Ich glaube, das ist ein festes Shampoo, Leute. Nee, ist es nicht. Das ist so ein... Guck mal. Das ist ein marokkanisches Öl. Was ist das für ein Öl?
Das ist Arganöl. Arganöl ist super für die Haare. Richtig klasse. Finde ich super, dass es mit dabei ist. Und ja, das wird verwendet, definitiv. Das riecht nach nichts. Ich habe das Shampoo von Haas mit Arganöl mal getestet, beziehungsweise verwendet. Eine ganze, ja, halt eine Flasche, ne? Ganz normal. Und das fand ich richtig toll. Das heißt, das hier wird auch demnächst verwendet werden. Ich habe jetzt aktuell noch eins von You and Oil, was ich halt immer so in meine Haare reingebe, also quasi in meine Längen reingebe. Und immer, wenn ich halt Problemhaare habe, dass die strohig sind oder so, also aktuell zum Beispiel muss ich das benutzen, dann mache ich mir einfach so eine Ölkur, dass ich mir dann den ganzen Tag über das in die Längen reingebe, mir dann die Haare irgendwie zurückbinde, wie auch immer, und dann abends auswasche und dann wird es ganz, ganz weich und fein und toll und genährt. Und da ist Arganöl echt super für. Also kann ich euch nur ans Herz legen. Geiles Produkt. Also das ist garantiert auch nicht billig. Toll. Und Leute, das war schon die Nummer 18. Ah, ich will nicht, dass Weihnachten jetzt schon bald ist hier doch im Adventskalender. Hier haben wir die Nummer 19. Ein großes Paket von Avon. Hyaluronic Maris Aqua, Jojoba Öl, Lecithin und Avocado. Pro Intense Hyaluronic Acid. Ach, das ist eine Tagescreme. Guck mal. Ja, eine illuminisierende Tagescreme, die dich zum Strahlen bringen soll. Okay, ja. Stelle ich mir ganz cool vor. Das kann wohl was werden. 50 Milliliter sind hier drin. Und das ist ja auch noch verschlossen. Riechst aber nichts durch. Ja, cool. Das wird verwendet, finde ich gut. Gesichtspflege ist immer sehr, sehr wichtig, weil das ist ja das, was die Leute immer zuerst sehen. Ne? Dein Gesicht. Jedenfalls sollten die das. Und hier haben wir die Nummer 20 und da ist irgendwas Kleines drin. Was da wohl drin ist. Auf jeden Fall Krubbelpapier, das ist schon mal ganz gut. Und, oh ja, von So Susan ein Universal Blush. Das ist wundervoll, denn ich habe den passenden Bronzer dazu. Das ist großartig. Der ist vegan, ohne Talg, ohne Mineralöle, ohne Parabene, ohne Phthalate, glutenfrei, mit Apfel und mit Apfelextrakt und Kupferpeptiden, also keine Ahnung, hypoallergen, nicht komedogen, also nicht Pickel verursachend und cruelty-free ist der auch noch. Mega gut. Meine Herren, das ist echt eine cleane Marke. Und ja, hier haben wir den Blush. Es sieht schon cool aus, ne? Also vom Packaging her sehr simpel, aber, ne? Oh ja. Das ist ein schönes Muster, was da drauf ist, ne? Dann ein Spiegel auch mit dabei. Riecht jetzt nicht unbedingt nach Apfel, aber ganz weich, wenn man da durchgeht. Hat halt auch einen leichten Schimmer, aber das mag ich ja so gerne. Ja, hier kann ich den swatchen. Oh ja, das ist dieser Swatch hier. Gefällt mir. Sieht echt klasse aus, ne? Und der schimmert auch so schön. Ja, das ist wirklich ein universal guter Blush. Also mir gefällt der auf jeden Fall schon mal. Also da haben die meinen Geschmack definitiv getroffen. Oh mein Gott, was sind da für geile Produkte in diesem Kalender? Ich bin hin und weg. Noch 4 Türchen. Boxen quasi. Und die 21 ist schon mal ziemlich schön groß. Oh. 21. Ist leicht. Ja, ja, ich habe endlich eine Maske, oder? Ja. Und zwar von Sans Souci, die Daily Detox Fließmaske mit Antioxidantien für gestresste Haut. Das ist auch immer super. Ich finde es großartig, wenn in Adventskalendern Produkte für gestresste Haut drin ist. Denn dann haben die wahrscheinlich an uns gedacht, weil ganz ehrlich, Weihnachtszeit ist doch mitunter die stressigste Zeit im Jahr. Man möchte gerne, dass es die gemütliche Jahreszeit ist und man sich Zeit nimmt, alles ganz entspannt macht. Aber ich sehe es ja nicht nur auf der Arbeit, ich sehe es ja auch im Privaten. Es ist mitunter die stressigste Zeit für mich persönlich. Also für gestresste Haut brauche ich dann definitiv eine Maske. Ja, wirklich geil. Mit der Box Nummer 22 geht es steil auf Weihnachten zu, auf Heiligabend. Was haben wir da drin? Das ist groß, es sind garantiert Ampullen. Ja, Barbour loves you. Merry Christmas. Frohe Weihnachten. Wow. Wow, wow, wow. Und das ist ein Set mit 7 Ampullen. Leute, wow. Scheiß die Wandern. Und da steht auch Merry Christmas drauf. Also da hat Barbour direkt sich nicht lumpen lassen. Ne? Krass. Das ist krass. Was ist da drin? Hydration ist damit drin, also intensive Feuchtigkeit, dann Ausstrahlung und Feuchtigkeit, Widerstandskraft und Ausstrahlung, Anti-Pollution und Ebenmäßigkeit, Aktivierung über Nacht, Festigkeit und Glätte und sofortige Glätte.
Danke, Glossybox, dass ihr so ein cooles Produkt mit in diesen Adventskalender gepackt habt. Die vorletzte Box, Nummer 23, ist ganz schön schwer. Was da wohl drin ist? Was fehlt uns denn noch? Eigentlich fehlt noch ein Bronzer, oder? Nee. Von Kia T. London eine Eyeshadow-Palette. Da ist eine Lidschattenpalette drin. Wow. Mit 9 Lidschatten. Das ist cool. Oh, ist das schön vom Design her. Das ist so ein Schleifchen. Ja, schade. Das Design innen ist nicht so schön wie das Außen. Also du hast hier ein roséfarbenes Palettchen mit dem Logo drauf. Und ich bin gespannt auf die Farben. Ach, die sind sehr, sehr schön. Die sind tragbar, die sind klassisch. Da hast du echt geile Schimmertöne mit drin und auch sehr schöne Nude-Töne. Die gefällt mir. Die erinnert mich auch so ein bisschen an die Huda Beauty Nude Palette, glaube ich. Heißt die so? Pure Nudes oder sowas? Und ich fasse sie an und ich... Oh, dieses Kupfer in der Mitte, ne? Guck dir das mal an. Oh, Alter! Ich nehme auch mal das Peach, das ist ein bisschen trockener. Boah, das hat so einen leichten Goldschimmer auch mit drin, ne? Ui, ist das schön. Nehme ich hier unten diesen dunklen Schimmerton mal. Boah, die sind butterweich. Butterweich. Richtig geil. Ja, und jetzt nehme ich noch irgendeinen matten Ton hier. Nehme ich den unten in der Mitte einfach mal, ne? Also hier unten in der Mitte. Auch super pigmentiert. Also die wird verwendet. Krass. Richtig geil. Oh, jetzt habe ich meinen Finger eingeklemmt. Schön. Echt. Also, ne, da, super, super, super toll. Da weiß ich gar nicht, also, was die Marke kostet, das kann ich euch gar nicht sagen. Aber die kann man super am Heiligen Abend tragen. Also, das sind richtig schöne Weihnachtstöne. Das ist ja großartig. Schön, 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 schön. Also, wer sich dieses Jahr über diesen Glossybox Adventskalender beschwert, den kann ich persönlich nicht verstehen, denn ich finde ihn klasse. Und hier habe ich jetzt die letzte Box. Draußen fährt ein... Trecker vorbei. Deswegen ein komisches Geräusch. Ich will es nicht aufmachen. Es ist leicht, es ist relativ groß. Was da jetzt wohl für ein KBM-Produkt drin ist, ne? Nutra Brow Eyebrow Enhancer, das Serum für ihre Brauen. Okay. Hä? Nutra Brow Eye Enhancer kann das höchstmögliche Potenzial ihrer Braue an Dichte, Fülle und Flexibilität ausschöpfen. Eine spezielle Wirkstoffkombination aus Peptiden, Vitaminen und Pflanzenextrakten hilft, Flexibilität, Stärke, Volumen und Dichte zu verbessern. Das kann ich sehr gut gebrauchen. Ich nehme ja sonst immer Rizinusöl. Und nährt die Haarwurzel für eine Wachstumsförderung. Sehr gut. Vorzugsweise abends auf den gewünschten Bereich die Augenbrauen und nur auf die gereinigte Haut auftragen. Nur einfach nach dem Duschen verwenden, ne? Ja, okay, ist jetzt nicht das Kaboom-Produkt. Ich kann es mega gut gebrauchen. Die Palette wäre jetzt zum Beispiel dieses, für mich persönlich, ne, das Kaboom-Produkt. Aber ich habe ja auch keine Ahnung, was das hier kostet. Ich finde es cool und ich werde es verwenden. Das war schon der Glossybox Adventskalender. Ich will nicht, dass es jetzt schon aufhören muss. Es hat so viel Spaß gemacht, echt. Ja, also ich denke schon, dass wir recht hoch beim Preis sind und bestimmt über 400 Euro liegen, ne? Also definitiv. Ich blende ja auch hier mal den kompletten Gesamtwert der ganzen 24 Produkte, die jetzt in dem Kalender waren, ein. Ich glaube es auf jeden Fall, dass wir den Wert erreicht haben, der ausgerufen wurde. Und ich liebe die Produkte. Das eine oder andere werde ich jetzt tatsächlich an dich verlosen, weil ich habe relativ viel und ich habe genug. Manche habe ich ja doppelt, wie du gemerkt hast. Und ich möchte dich halt auch ein bisschen glücklich machen. Die folgenden 5 Produkte aus diesem Kalender werde ich an dich in diesem Video verlosen. Und zwar habe ich hier einmal von Real Techniques die Augenschwämmchen. Dann von Annabelle Minerals oder Annabelle Minerals den Diamond Glow Highlighter. Leute, der ist großartig. Dann habe ich hier von Daily Concepts die multifunktionale Aktivkohle-Seife, die ein Schwämmchen hinten dran hat. Dann, wie schon angekündigt, den Lip and Cheek Pencil von der Marke Nude Sticks. Ich finde den immer nicht wieder, ne? In der Farbe Mystic. Und last but not least
von Purelay diese drei Haargummis, Armgummis mit 15% Gutschein, ne? Was du dafür tun musst, steht alles unten in der Infobox. Schau einfach vorbei. Und ja, ich würde einfach sagen, geiler Adventskalender. Mir hat dieser Adventskalender ultra gefallen. Hast du ihn auch bekommen oder möchtest du ihn vielleicht noch kaufen? Kann man nämlich noch. Soweit ich weiß, steht alles unten in der Infobox. Lass mich doch gerne mal wissen, ob du auch den Glossybox Adventskalender bestellt hast und wie er dir gefallen hat. Schreib es mir einfach unten in die Kommentare rein. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch auch noch einfach irgendwie ein Däumchen nach oben. Da würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2019. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!